macht Kader? Ist der Reis? Das habe ich noch nie gesehen, ey. Wie geil. Ja, willkommen zurück zu Let's Play. Willkommen zurück zu Let's Play Legend of K. Ich glaube, die Hasen haben mich angesteckt mit ihrem Sprachfehler. Ist der einfach Reis? Okay, ja gut. Im letzten Part kamen wir gerade zu den, Alter! Wollt ihr mich... Egal. Alter, ich habe mich einfach eingesperrt. Kamen wir hier zu den Hasen. In den Wald und... Unsere Mission ist natürlich, Tuck zu finden, oder Kays Wunsch ist, Tuck zu finden und ihn mal richtig zu kloppen. Und ja, jetzt sind wir hier in diesem Wildschweinwald und müssen einen Hasen suchen. Und um den zu finden, reiten wir das Wildschwein. Auf geht's. Ja, den Pepperoni am besten ausweichen, denn... Falls ihr euch noch erinnern könnt, da wird das Wildschwein schneller. Und es könnte natürlich gefährlich werden. Ich meine... Dürfen wir eigentlich mit klarkommen, aber... Ich kann es ja mal vorführen. Ja. Ich glaube auch, der verbraucht dann schneller seine Energie. Weiß jetzt aber gar nicht mehr. Dum, dum, dum. Wuhu! Voll geflogen, ja. Ja, schon geil einfach. Auch solche Features hier wie das Rennen. Wie dieses Wildschwein-Rennen. Total cool gemacht. Die ganzen Level hier. Das Spiel ist echt geil. Ist cool. Ist echt cool. Aber auch ziemlich selten. Also ich kenne auch niemanden anders, der das jemals gespielt hat. Also persönlich jetzt. Genau eine Minute, hey. Muss man mal schaffen, du. Das Wildschwein voll tot. Alter, geht's ihm gut? Oh, er ist gestorben. Kann man nicht zurückgehen? Ja. Achso, da ist dann, geht dann das Tor zu. Na gut, schade. Schön wär's, mal hier so ein bisschen sich umgucken. Aber na gut, Wildschwein ist gestorben. Und da ist der Hase. Hey. Wow, das war aber ein super Sprung. Ja, super Sprung. Puh, welch ein Ritt. Bist du Duwo? Kovu und Lovu haben mich geschickt, dich zu suchen. So bescheuert, ey, die Namen. Ja, ich bin okay. Aber jetzt hängen wir beide hier fest. Es gibt keinen Ausweg. Wenn ich nur ein paar Bomben mitgenommen hätte. Diese Wand hätte ich damit bestimmt in die Luft gejagt. Ach, scheiße. Ich habe auch keine Bombe gekauft. Sieht blöd aus für uns. Was steht da? Tuck ist unterwegs zum Hasenbaum. Ja, das weiß ich auch. Irgendwie. Warte mal. Ich muss ja ganz kurz das probieren, irgendwie kommst du so voll, als wäre der Controller schneller oder so. Nur kurz was probieren. Hä? Nee, okay. Ist egal, ich habe nur mal kurz probiert, irgendwie. War irgendwie komisch. Eine Bombe! Geil. Da, 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 da. Batz! Schnell, Kay! Abhauen. Boing. Toll, du hast toll. Ja, ich habe es geschafft, nach dem Bambus hinter Bomben zu suchen. Ach so, wir haben gar keine mehr. Oder ich. Na gut, dann gehe ich mal raus hier. Was ist hier? Kann man hoch und runterfallen, kann man da auch. Hey! Hey! Luca, du hast Duwo gerettet! Die sind so dumm einfach. Oh, Mann, sind wir froh, dich zu sehen, Duwo. Du? Hier, nimm diesen Schlüssel zur Belohnung. Ich glaube, er gehört zum Rattenlager. Probier's aus. Er gehört dir. Ich glaube, du kannst diese Rattenbastarde sowieso besser bekämpfen als... Ja, das Spiel ist übrigens auch ab 12. Also Schimpfwörter sind da enthalten. Wie wir gerade gemerkt haben. Mal kurz als Option. Kann man irgendwie die Intensität runter machen oder so? Nee, na gut. Irgendwie kommt es mir schneller vor, ich weiß auch nicht warum. Vielleicht nehme ich auch mal einen anderen Controller im nächsten Part. Was ist das hier? Voll die komischen Baumstämme. Da waren wohl Biber am Werk. Oder Ratten. Oh, fuck! Mit Sprengladung dran. Scheiße!
Boah. Wow. Fliegender Baumstamm. Immer gefährlich. Ducken. Ja, hier kann ich ja mal... Magie. Batz. Da kommen ja so ganz viele kleine Diamanten raus oder so. Rubine. Boah, Alter. Scheiße. Geht das ab hier? Fuck! Boah, schnell da runter! Wenn ich von so einem Ding, wenn ich von so einem Ding umgerollt werden würde! Ja. Wenn man davon spricht, passiert es natürlich. War das gerade eine Ratte? Was hier? Mir geht's gar nicht lang. Ah, das ist Rattenlager. Dann gehen wir da rein. Außenposten. Ja, die Ratten haben so eine komische Magie drauf, dass sie irgendwie Wege versperren können. Tja, wenn das nicht die Rattenpatrouille ist. Das haben sich die Entwickler einfach so einfallen lassen, um den Weg abzusperren. Irgendwie gar nicht so dumm, aber irgendwie auch einfallslos. Zugleich. Naja, egal. Zack, was wollt ihr? Der scheiß Ratten. Der ist hier erst einfach schon tot. Ich mal eine fette Combo. Jetzt kriegt die so aufs Maul. Und zack! Und die ist auch cool hier, die Technik. Bam! Schwingt euch einfach hinter den Gegner. Mit dem, mit dieser Rolle. Und dann drückt ihr einfach R1. Und dann schleudert es den so hoch. Total krass. Könnt ihr nicht getroffen werden und macht vielleicht sogar noch andere Gegner platt. Total geil. Und zack! Lebt noch einer. Sogar zwei. Aber die hängt irgendwie im Zelt fest. Jetzt ist er drin. Na gut. Batz! Was machst du denn da, dummes Vieh, ey? Hängt voll in dem Zelt. Alter! Bist du ein Cheater? So. Voll fettes Tor aufgegangen. Sieht ganz cool aus hier, muss man sagen, ne? Yay! Boing! Glück gehabt, endlich bin ich gerettet. Ich war auf einer Mission, ja, um den Drachentor C zu finden. Unser Paladin, weißt du? Und dann ja, war klar. Da dieses Rattenlager. Mein Gott, ich habe versagt. Ich muss schnell zurück und Tulao berichten, was passiert ist. Mein Gott, ich habe versagt. Voll die dummen Typen. Egal. Aber wenigstens versuchen sie, die Ratten aufzuhalten. Da bei ihnen ist die Invasion schon voll im Gange, merkt man ja. Knacks. Voll zerfetzt, das Teil. Aber ich habe noch Combo, das heißt... Bam! Ja, mit Combo kann man die Viecher am leichtesten töten. Einfach hinschwingen und töten. Voll easy. Jetzt gehe ich mal zurück, ganz kurz. Ist hier noch was? Nö. Na gut. Dö. Und klar. Ein Herz. Ein Herz gefunden. Puh. Hier war, glaube ich, nee, hier war nichts mehr. Okay. Dann gehe ich mal auf den Baumstamm, beziehungsweise da hoch. Hey, ich will da hoch. Oh nein, ich muss diesen. Nee, nein. Au. Fuck, voll mit dem Kopf an mein Mikrofon. Boah, fuck, ey. Sorry. Ah, das ist hier alles noch so ein bisschen komisch mit meinem Standmikrofon, weil ich das ja auf dieser Far Cry Box da immer noch stehen habe. Ich muss mir da irgendwie mal so ein Mikroständer an die Wand klatschen. Bohren, meine ich. Und dann kann ich es immer so hin und her bewegen. Das wäre voll cool. Yeah! Schallt hier voll. Vielen Dank. Ich hoffe nur, dass wir. Alles klar, Hongfei. Viel Spaß. Wo die immer hingehen. Egal. Also. Gehe ich mal hier rauf. Zack. Was ist das? Oh, ich dachte, ich fall runter. Hätte ich den ganzen blöden Weg nochmal gehen müssen. Na na na. Dum 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 dum. Was ist hier? Baumstämme, aha. Und wieder solche Vieh. Ja, Alter.
Zack. Bam und bam und bam und zack. Alter. Blödes Vieh. Was ist denn das hier? Hey, mein Freund, hier, hier drüben. Alles klar, was ist? Hey, was gibt's? Was ist los hier? Im Boden dort drüben, oh, ich muss auf die Zeit gucken. Wird? Nein, ich hab noch 5 Minuten. Klar sehe ich den. Klar. Klar. Drück darauf. Okay. Okay, aber vorher muss ich die Ratten ausschalten. Oh, wirklich? Nee. Okay. Ich dachte, wir gehen mit dem Tässchen Tee trinken. Mit den Ratten. Oh, ein besserer Getränk. Den muss ich natürlich haben. Aufpassen! Ja, man kann immer in seinem Inventar nur 5 Sachen tragen. Und Musik hört auf. Na egal. Gehen wir. Was wollt ihr, Ratten, hä? Ich bin's, der mächtige Kay. Ihr glaubt echt, ihr habt irgendeine Chance gegen mich, ja? Jetzt passt mal auf! Okay, das wollte ich jetzt irgendwie nicht. Egal, passiert auch gar nichts. Zack! Okay, ich bin so mächtig, ich treffe nicht mal. Meine Angriffe. Au! Bam! Was wollt ihr? Ich glaub euch einfach tot, dass ihr nicht mehr sitzen könnt, ihr fetten Viecher. Oh mein Gott, ja, natürlich könnt ihr da nicht mehr sitzen, wenn ihr tot seid. Und tschüss! Boah, es war einfach so Spaß, hier die Viecher zu battlen. Bei dem Spiel kann man aber so richtig seine Wut rauslassen. Ja, okay, da gibt's bessere Spiele für, aber das ist irgendwie schon lustig. Was passiert jetzt? Das nenne ich Technologie. Aber das war nicht von den Gorillas. Was ist denn das hier? Noch ein Schalter. Okay. Ah, ich habe gar kein Combo mehr. Scheiße. Egal, es reicht noch. Und zack, bin ich oben. Da, 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 ein Schlüssel. Wofür brauche ich den Schlüssel? Na egal. Werden wir gleich sehen. Erstmal Seilbahn fahren! Ach hier, okay. Na gut. Dann gibt's ein bisschen Kohle. Und das war's auch, denke ich mal, schon. So eine kleine Bonus-Ecke. Ja, ein bisschen Kohle ist gut. Ist ganz schön viel. Gut, dann mache ich hier nochmal Ninja-Action. Beziehungsweise Zauber-Action. Hey, einsammeln. Gut, 2 Minuten habe ich noch. Okay, das war's schon, aber... was ist das jetzt? Das Tor ist zu. Boah! Scheiße, Banjo! Von Banjo-Kazooie. Aber wo ist Kazooie? Das ist wahrscheinlich nicht der echte Banjo. Vielleicht ist auch Puh-Bär. Alter, wo ist mein Honig? Ich hab deinen Honig nicht! Zack! Jetzt machen wir hier bei Dima, die Technik geht das. Wow! Alter! Das geht gar nicht! Oh. Ich wollte diese komischen. Ja, weil er wahrscheinlich, weil er die Rüstung anhat, dieses Rumschleuder machen. Wie ich schon mal gezeigt habe. Und zack! Bam! Bam! Hätte ich eigentlich mal meinen Berserker-Trank für benutzen können, aber hey, was soll's. Brauche ich eigentlich nicht. So dauert es halt ein wenig länger, aber was soll's. Hat ja eh keine Chance gegen unser Typ. Au. Bist du bescheuert? Jetzt die Körperrüstung, die Brustpanzerung weg. Wow! Alter, jetzt reicht's mir aber echt. Hau mal ab. Geht das jetzt? Das wollte ich nicht. Sorry. Nee, es geht nicht. Na gut. Vielleicht sind die Bären noch einfach zu fett, um das... Obwohl, das kann man auch bei den Gorillas machen. Also. Jetzt stirb! Zack! Komm, Puh-Bär. Oder bist du etwa Captain Baloo? Aber wo ist denn deine tollkühne Crew? Ja, das weiß wohl keiner. Okay. Ich werde gleich mal auf die Zeit schauen, aber ich denke mal, der Part ist... Yo! Ist vorbei. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss!